Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und heute will ich euch mal meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Also ich habe zwei, wo ich eigentlich noch nicht habe. Ne, eins. Und zwar habe ich noch 20 Euro, bisschen Geld eben bekommen. Und noch hat mir meine Mutter gesagt, dass ich mir noch einen Zauberstab bei Elbenwald aussuchen darf. Da wird aber noch mal ein extra Video kommen. So, dann würde ich mal anfangen. Mit dem kleinsten, und zwar Anhänger gleich 9 3/4. Komm raus. So. Das ist aus Gummi. Steht hier nochmal Harry Potter und nochmal dieser so kleine Text, der meistens immer drauf steht. Fokussieren. Das hier eben so glatt. Und ja. Und danach kommen wir. Ich habe endlich mal seit langem, boah, ich weiß gar nicht, das habe ich mir immer gewünscht, also diesen Anhänger, dann das, was jetzt kommt und das dann noch, was später kommt. Das habe ich alles von meinem Cousin und von seiner Frau bekommen. So, endlich mal die Märchen von Beedle dem Barden. Das ist Hardcover. So ein Umschlag. Steht einmal hier. Märchen von Beedle dem Barden. Und ja, finde ich auch cool. So, machen wir den Umschlag wieder drum. Danach kommt, ach, also ich finde, es sieht so aus wie von Harry Potter. Und zwar Box. Hier, das erinnert mich, glaube ich, heißt Potion, heißt das, dieser Zaubertrank, dann hier Kürbis, Kürbispasteten, Kürbissaft, so kann man sich ableiten, dann ein Besen noch, Uhu, dann hier Womudi, in diesem Spinnwesen sozusagen, die Flüche den Schülern gezeigt hat, die Pflanze sieht so ein bisschen aus wie Alraune, wie eine Alraune. Und ja, davon habe ich jetzt, ich glaube, 5 Stück, immer in unterschiedlichen Größen. Das müsste jetzt so fast die mittlerste sein. Und ja. Achso, diese Kiste hat auch noch Metallecken und hier so Griffe, damit man die so nehmen kann. Ganz schön geschwind voran. Dann hätten wir hier die Karte des Rumtreibers, die ich mir auch gewünscht habe. Ich habe mir fast alles gewünscht. Ja, kann sein. Karte des Rumtreibers, hier mit Harry, wo Ron den Albtraum hatte, wo er gerade so zu ihm guckt, sieht man eben nicht. Die ist ziemlich groß, wo man mal hier so jetzt mein Arm daneben dran legt, ist die bis hierhin geht die schon ziemlich lang. Umdrehen eben, Hogwarts-Symbol. Also ich habe auch von manchen Sachen schon Unboxing gedreht. Die werden nur später kommen. Und ja, holen wir die mal raus. Ist ziemlich groß. Hier steht nochmal Harry Potter. Dann TM and Warner Brothers Entertainment Inclusive? Oder? Ne, egal. 2014 hergestellt. Und ja, dann kann man die hier so öffnen. Gut. Wir machen das mal so, damit man das auch besser sehen kann. Hier, das kann man dann nochmal hier so. Hier ist dann nichts. Das kann man dann auch nochmal so nachnehmen. Das ist dann auch wieder nichts. Und hier kann man das dann auch nochmal so aufklappen. Das Coole ist, wenn man so macht, dann hat man hier den verbotenen Wald. Dieses könnte auch dazu noch zusammengehören. Also immer so Absatz für Absatz. So. Die gehen wir wieder in die Hülle. So, ich hole mir wahrscheinlich nicht das Display, weil ich das eigentlich viel zu teuer finde.
Das kostet so viel wie die Karte, soweit ich weiß. Ups, Sandlach, jetzt runtergefallen. Ist ja nicht schlimm. Oh. Du bleibst schön stehen, okay? So. Jetzt müsste es stehen bleiben, sorry. Kostet so viel wie die Karte selbst, glaube ich. Das finde ich einfach zu übertrieben. So, deswegen lasse ich das jetzt noch in der Schutzhülle und hole mir dafür noch einen Arm. Danach kommen wir zu einem Zauberstab. Und zwar ist das der von Fantastische Tierwesen. Also ist das der, habe ich schon gesagt, da wollte ich eigentlich die Person sagen. Aber jetzt wissen es die meisten schon, blauer Kasten und drehen wir rum und da steht der Name. Ich habe den Stab von Newt Scamander bekommen. Da steht nochmal Fantastic Beasts and Where to Find Them. Newt Scamander, hier eben das, was meistens immer drauf steht. Steht dann hier nochmal drauf, in diesem 20er-Jahres-Stil. Und ja. Statt bei der anderen Ollivander von Harry Potter ist dann eben auch, das ist auch nicht, das sind eigentlich Zeichen und nicht die Namen, sind hier wie so Sterne drauf, die größeren Punkte, die so ein bisschen verbunden sind. Das sieht man aber nicht so gut. Anstatt diese rote Tuch, dieser Streifen da an dem Rand, hatten wir hier so Samttücher, so Franseln, sag ich jetzt mal dran. Hier so zur Seite und dann ist der Zauberstab auch schon da. Er ist ziemlich tief gelegt. Nur den Griff sieht man noch gescheit. Dann nehmen wir den mal hier so raus und dann hätten wir ihn. Der Kern von dem Zauberstab war, soweit ich weiß, Muscheln, Knochen, die mit den Bissspuren Tierwesen auch dran sind. Aber das werdet ihr anders in einem anderen Video sehen. So, dann kommen wir zur vorletzten Sache. So. Wir haben auch nicht mehr so lange Zeit. Und zwar Harry Potter als Rock Candy Figur. Ich baue die mal schnell zusammen. So, da hätten wir Harry. Gryffindor Logo, eben auch die Gryffindor Farben. Hier ist ein Zauberstab. Hedwig. Eben die Narbe, Brille. Und ja. Dann kommen wir zum letzten. Da räume ich Zeug kurz. So, und jetzt können sich die meisten schon denken, was da drin ist. Die erst Harry Potter so nicht erkannt, sondern zu den Sachen erst gekommen sind und die auch sammeln wollen, wissen es vielleicht noch nicht so ganz. Und zwar habe ich hier ist mir schon das Ur. Mann, dauernd fällt's um. Ist mir da schon Stück vorgerissen, weil ich so aufgeregt war. Ich habe es einfach so aufgemacht. Die Styropor und jetzt sieht man es noch nicht so ganz. Auch falsche Seite. Und zwar habe ich den Gehstock von Lucius Malfoy bekommen. Sehr cooles Ding. Auch einer meiner Lieblingscharaktere. So. Hier der Kopf. Den spitzen Zehen, diesen, ich sag jetzt mal, Smaragdaugen, keine Ahnung, diesen Nieten, wo auch für Narzissas schon übernommen wurden, mit den Muttern und das ist der längste Zauberstab, der ist auch aus Holz, wie man hören kann. Das Coole ist, wenn man das hier, kann man das auch so, es kann sich nur um Stunden handeln. Und das abschrauben, dann hat man nur den Stab, weil Voldemort hat ja auch diesen Kopf abgebrochen. Das ist übrigens mit echtem Silber überzogen. Da hat man dann eben dann nur diesen Stab. So, dann machen wir das aber mal wieder dran. Das dauert immer so ewig lang, bis man endlich mal diesen Stab da dran hat. Und dann hätten wir auch noch dieses Unterteil hier. Das kann ich euch auch mal so zeigen. Hier eben ganz normal schwarz. Das ist aus so einem Kunststoff. Und das geht dann runter. Und hier dieses auffällige Trademark wieder. Das unten aus Metall.
Hier ist dann auch das Trendmark wieder, was man sogar in der Kamera sehen kann. Und dann nimmt man einfach das, oh, das da wegschieben, oh, so, und dann, ach, da sieht man auch schon so ein bisschen ab, das war aber schon, kann man das dann eben reinstecken, und das ist eigentlich der Gehstock da. Finde ich sehr cool. Online kostet der 100, im Laden 120. Finde ich total blöd eigentlich. Ja, ich habe dann... Eigentlich habe ich das hier, habe ich immer in der Packung liegen, weil ich habe noch keine Wandhalterung. Und ich habe so... meine Wand besteht aus Rauputz und da habe ich keinen Bock, dass da der Schlangenkopf aufgeht. Deswegen liegt das so auf meinem Regal, dass der Schlangenkopf noch geschützt ist. Und ja, habe ich noch was vergessen? Nein. So, das war's mit meinem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst doch eine positive Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.